Ja! Jetzt, meine Damen und Herren, kommt eine junge Frau zu uns, die Sie vielleicht schon mal im Fernsehen gesehen haben. War sie eigentlich auch mal Tänzerin? Man weiß gar nicht. Ja, aber sie ist auf jeden Fall erfolgreiche Schauspielerin. Und sie hat, glaube ich, auch ein bisschen was mit Musik zu tun. Ja? Also sie wird uns das auf jeden Fall heute erzählen. Und ihr Name war, und zwar, herzlich willkommen, Jana Palaske, meine Damen und Herren. Jana, wie geht's? Gut. Ja? Ich freue mich, dass du mich abgeholt hast. Ja? Ja. Mache ich gerne. Sehr Mach ich gut. aber nicht bei jedem. Ja? Ich wurde schon gewarnt. Carsten Spengemann musste laufen. Echt? Ja. Nein, bei Carsten weiter. Spengemann hatten wir diese Kaufhausschutzvorrichtung da aufgestellt, weißt du? Wo es so piept, wenn man durchgeht, fast was mitnimmt. Ja, 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 klar. Ja. Wir hatten ja auch alles hier mit so Stickern geklebt und so. Du weißt, wer Carsten Spengemann ist, oder? Ich hab's so am Rande mitgekriegt. Was heißt, du hast am Rande mitgekriegt? Musstest du arbeiten? Konntest du gar nicht gucken? Ich guck nicht so viel Fernsehen, nee. Nee? Und also diese Sendung, da gucke ich auf jeden Fall auch nicht. Wieso denn nicht? Hat dir nicht gefallen, wa? Ist nicht so ganz meine Musikrichtung. Ist nicht so ganz deine Musikrichtung? Nee. Was für Musik hörst du denn? Na, Rock. Rockmusik? Ja. Wie, du bist so... Du haben wir uns da letztes Mal schon drüber unterhalten, haben oder? Wir uns drüber unterhalten Na, schon? Ja, egal. Du gehst ja. auch so zu so Konzerten und ja. so und machst selber auch Musik, habe ich ja. gehört. Ja. Auch Rock. So. Auch Rock? Ja. Ja, erzähl mal was darüber. Naja, ich will das nicht so richtig vermischen mit dem Schauspielern. Weil, wieso willst du es nicht vermischen? Ja, dann sagen die Leute wieder singende Schauspielerin und so Kram. Also, ja, du bist ja eine singende Schauspielerin, also, ne? Genau. Ja. Aber das Ding ist ja, ich wollte ja... Oder eine spielende Sängerin, eine schauspielende Sängerin. Ist doch egal, heute darf man, glaube ich, alles machen. Guck mal, Jeanette Biedermann zum Beispiel ist auch eine singende Schauspielerin. Ja, aber keine gute, oder? Ja, eine gute. Das hast du gesagt jetzt. Da habe ich... Ich weiß... Hab ich nicht gesagt? Ja, ja. Nee, also ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, was denn, keine gute Sängerin oder keine gute Schauspielerin? Ich weiß, ich habe sie noch nie singen und noch nie Schauspielerin gesehen. Also das war jetzt natürlich sehr gemein. Ich wusste ja nicht, was die macht. Aber, ach so. Aber auf jeden Fall... Soll ich mal was vorsingen von Jeanette Biedermann? Mhm. Was könnt ihr was von Jeanette Biedermann spielen? Bitte? So viele Songs hat die doch bestimmt. Was hat die denn für Lieder gemacht einfach eigentlich? Come baby, rock my life. La 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 la. Come baby, Jeanette Biedermann. Alles klar. Ja, aber ist nicht dein Ding. Du schreibst selber auch Musik und du hast eine Band oder was? Du spielst selber? Also ich schreibe Texte, aber mein Freund, der ist auch in der Band, der schreibt auch Texte. Dein Freund, du spielst mit deinem Freund? Das war jetzt, das war jetzt dein Stichwort, ne? Ja, nee, interessiert mich gar nicht. Das geht gut, das geht ganz gut, ja. Ja? Also wir hauen uns auch ganz schön oft so richtig die Köpfe ein, aber... Das geht so. Und du bist die Sängerin? Du schreist dann auch? Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Du bist so ein ja, doch, das kann kleines, putziges Wesen. Ja. Ja? Und na, du wirst, wenn wir dann mal spielen, dann sag ich dir Bescheid, dann kannst du kommen. Ja. Ja. Das, wie Weil heißt jetzt die, weiß man, wie die Band heißt? Also weißt ja, du nicht? Aber ja. ich weiß das schon, aber schon, ich ja. sag das jetzt nicht. Warum sagst du es denn nicht? Damit ich will, dass dann das Album rauskommt und dass dann die Leute das Album wegen der Musik oder so kaufen oder was auch immer und dann nicht so wegen die Jana Palaske da. Wieso? Ich würde es nur wegen dir kaufen, das Album. Ja, okay, lass uns über die Filmkarriere sprechen. Ja, du drehst einen Film nach dem anderen. Ja, und der neueste Film heißt? Extreme Ops. Extreme Ops, was heißt das denn? Das steht für Ops, das steht für Operations. Aha. Das ist so eine amerikanische Wendung. Und worum geht's da? Kannst du es mal da kurz zusammenfassen? Da geht's darum, dass so ein Werbefilmteam einen Spot drehen will für so eine Mini-DV-Kamera. Ja. Und die wollen halt zeigen, dass die in den extremsten Situationen funktioniert. Und deswegen wollen die, dass so ein paar super Snowboarder vor einer Lawine her snowboarden und sich dabei selber filmen. Ah, okay. Und dann meint der Regisseur, sagt so, ja, aber wer zur Hölle soll denn das machen? Und dann meint der Produzent oder irgendeiner Jana so... Jana Palaske. Genau. Ja, genau. Genau so. Genau, und dann meint er so, ich weiß da jemanden. Und dann sieht man mich, wie ich da so als Punkrock-Sängerin irgendwie von so einem riesen Boxenturm runter stage-dive. Ja, das habe ich auch selber gemacht. So, wie, das hast du auch selber gemacht? Als wir es gedreht haben, ja. Ja, lass uns mal Ausschnitt gucken. Ich bin gespannt. Ja. Jana Palaske in Extreme Ops. Das hast du gemacht. Das ist ja richtige Action. Naja,
Ich muss gestehen, dass leider bei dem Ausschnitt, den wir gerade gesehen haben, ich wahrscheinlich 4/5 nicht selber war. Also 4/5 warst du nicht selber. Leider. Aber was du selber gemacht hast, das erzählst du uns gleich. Wir müssen ein bisschen Werbung machen. Jana, du bist 23 jetzt, ne? Mhm. Du fährst aber selbst auch Snowboard. Nicht nur in diesem Film. Du hast es natürlich drauf, oder? Ich habe vor diesem Film noch nie in meinem Leben Wintersport gemacht. Nein, weil ich meinte so, was soll ich denn, wenn es irgendwie, wenn ich Urlaub habe und noch ins Kalte fahren, da fahre ich hier ja schon genug. Ja, und? Na, und dann hat der Regisseur gefragt, und, kannst du snowboarden? Und ich so, naja, also nee. Und er so, na egal, wird eher als gedubelt. Aber auf jeden Fall habe ich dann irgendwie 3-4 Tage vor dem ersten Drehtag zum ersten Mal auf dem Snowboard gestanden. Und? Naja. Hast du schnell gelernt? Ja, sieht man ja. Ich bin echt relativ gut geworden. Aber die Leute, die das gedreht haben, sind die echt hinter dem Zug hergefahren? Oder waren das klar. irgendwelche? Ey, nein, echt. Also deswegen, ich würde ja gerne irgendwie sagen, das habe ich alles selber gemacht, aber die Ehre muss ich denen echt zukommen lassen. Na, aber die sind echt hinter dem Zug hergefahren? Die sind echt hinterhergefahren worden? Ja, also die sind echt dahinterhergefahren und haben auch echt diese Sprünge gemacht, die waren echt total lebensmüde. Also war echt total, also ich habe da auch gestanden und dachte so, meine Güte. Also ich meine, habe dann noch viel mehr Sachen. Die sind halt nachts irgendwie auch bei, also komplett dunkel, so einen krass steilen Berg runtergefefahren. So, da war nur so ein bisschen Mondlicht. Runtergefahren? Genau, total. Ja. Also und also da, es war halt so unangetastetes Skigebiet, also da ist noch nie einer gefahren. Wo war das denn? Das war in Tirol irgendwo. Ach so. Aber die Strecke hat halt vorher keiner abgefahren, um das zu checken, weil das kann ja, das musste ja komplett unberührt sein. Unberührt sein, ja, klar. Und das war echt Wahnsinn. Also ich stand da echt so, das kann doch nicht wahr sein. Machst du es denn weiter? Gehst du weiter Snowboard fahren? Na, ich habe dann irgendwie echt schon Blut geleckt und so und habe mich dann auch mal davon gestohlen. Und, also weil ich durfte ja eigentlich während des Drehens nicht snowboarden und so. Ach so, wegen Versicherung und so, Arme brechen und so, ja. Genau, klar, da habe ich das auch dann mal gemacht und fand es auch geil. Das ging auch ganz gut so. Aber dann bin ich irgendwie das Jahr danach im Winter mal snowboarden gefahren und da habe ich mich so voll hingesetzt, so bin ich ganz doll. Steißbein gebrochen? Ja, nicht gebrochen, aber ganz schön doll so. Also ich hatte dann Popo tierischen Schiss. Ja. Ich stand dann die ganze Zeit so am Hang so und hatte so, also so voll die Blockade. Also mein Freund stand, war dann immer so da und meinte, er war super geduldig. So, Mann, und weil ich immer so auf der Kippe so, ich so, ah Mensch, ich trau mich nicht so. Ja. Weil dann hat man echt so voll die Blockade. Ja, man muss dann da durch, ich weiß. Genau. Aber Pferdeschlitten fahren. Ja? Ja, aber das hat echt arsch weh getan. Ich habe mir dann so ein Sofakissen da reingemacht. Ja, das kenne ich. Das ist auch oft bei Frauen. Ja? Die sagen, ach, ich bin auf den Po gefallen, aua. Und Kissen dann hinten reinlegen. Du kannst natürlich super snowboarden. Und das aber auch den Rest des Lebens nicht mehr rausnehmen, das Kissen da hinten. Und du kannst super snowboarden? Hat man manchmal den Eindruck. Bitte? Ich kann super snowboarden. Es war ja jetzt absehbar, dass du das sagst. Nein. Aber egal. Ich kann ein bisschen snowboarden. Echt? Ja, ich mach's aber nicht mehr. Das ist mir irgendwie dieses, da kommt man sich so unwürdig vor, wenn man dann immer mit dem Hintern im Schnee sitzt, ja, während die anderen mit ihren Stöcken und den 2 Skiern schön bis zur nächsten Liftstation fahren und man dann selber immer. Aber dafür sieht's cooler aus. Bitte? Das habe ich aber auch schon mal gemacht. Ich habe dann mitten auf der Piste irgendwie die Schnauze voll gehabt und wollte nicht mehr fahren. Und das Sicherste, sich dann runter zu bewegen, war halt so eine halbe Stunde lang. Oh, ja, wenn man sich dann wirklich dreimal gewickelt hat und so, und in meinem Alter bleibt das ja nicht ohne Folgen, ja, dann kriegt man tatsächlich so ein bisschen Hemmung. Ja. Naja, was will man machen? Dein Schreibtisch. Ab wann ist der Film zu sehen? Ab heute. Ab heute? Ab heute im Kino. Wer spielt noch mit? Kennt man irgendjemand? Was? Das hat sich gerade lustig angehört. Wie, es hat sich lustig angehört? Hat gerade lustig angehört, als hättest du gepupst, aber... Was? Nein, das war der Sessel. Das war wirklich nur der Sessel, aber... Das war der Sessel. Es war wirklich nur der Sessel, tut mir... Aber das war der Sessel? Es hat sich so lustig angehört. Willst du mal hören, wie es sich anhört, wenn ich pupse? Nee. Nee, besser nicht, oder? Ja. Aber wir können ja dann schnell mit den Schreibtischen hin und her fahren, dann ver... Stefan, Jana, Elton. So. Meine Damen und Herren. Wo seid ihr gerade? Wir sind Gesprächsthema. Gesprächsthema? Ich habe eine Sache noch nicht abgehakt. Du hast im Vorgespräch hast du gesagt, dass du darauf bestehst, dass deine Lippen echt sind. Hat das mal einer bezweifelt? Das habe ich nicht im Vorgespräch. Ja, irgend so ein Interviewer hat mal gemeint, er hätte im Internet gelesen, die Amis hätten gesagt, so, ihre Lippen sind bestimmt nicht echt so.
Und haben die Amis gesagt? Aber nein. Ja, na, du kennst doch die Amis. Ich meine, da sind ist echt Eltern. Ja, na, auf jeden Fall. Außerdem merkt man das doch nicht, oder? Wenn, also was? Jetzt so mit Küssen mäßig, da würde man ja nicht merken, ob die echt sind oder unecht, oder? Hast aber du da Küssen? Erfahrung? Weil ich habe noch nie unechte Lippen. Na, weil du meintest, probier mal, wie soll denn das rausfinden? Also ich kann dir auf jeden Fall sagen, ich hätte da überhaupt keinen Bock drauf, dass da einer so reinspritzt oder so. Nee, nee. Was? Das ist schrecklich. Nein! Mann! Alter, das ist so albern. Also. Ich halte mich da aus. Ich bitte, meine Damen und Herren. Ich bitte daran Sie. Das ist so lustig. Reißen Sie sich! Reißen, was denken Sie denn? Reißen Sie sich mal was zusammen. Ja? Junge Frau, nicht. Was? Die haben dich missverstanden, Jana. Du! Was hat ich. Ich hab. Wer hat denn hier gelacht? Oder. Yeah. Das ja? War, weil du irgend so ein verstecktes Schild hochgehalten ja, hast. Ja, nee, das war bestimmt hier dieser Verein, der heute hier gesammelt hier ist: Pornofreunde Stuttgart e.V. Oder was auch immer. Ja? Ne? Angelina Jolie ist da so ein bisschen drin. Ne? Daher kam das ja. Das hat irgendeiner gesagt. Die hat unechte Lippen. Wer hat unechte Lippen? Nö, das habe ich Jolie? Nicht behauptet. Angelina Jolie? Weiß ich nicht. Ist mir egal. Aber schöne Lippen. Schmollmund. Musst du auch öfter im Film so machen? Nö. Spiel ja ernste Rollen. Du spielst ernste Rollen, natürlich. Außer jetzt Extreme Ops. Ja. Extreme Ops gucken sich diesen Film an. Ja? Da können sie noch was lernen.